Hallo ihr Lieben, willkommen am Sonntag zu unserer Lipödem-Kaffeerunde. Und da viele sich von euch gewünscht haben, das Intervallfasten, wollte ich das heute ganz gerne endlich mal nachholen. Und zwar, ihr habt ja unter Garantie alle schon von Intervallfasten gehört. Jeder hat schon irgendwelche Diäten ausprobiert, gerade wir als Lipödem, Lip-Lymph-Patientin, Adipositas, allgemein Lipohypertrophie oder sonst was auch immer. Es gibt, glaube ich, niemanden als Frau, der noch niemals, und wenn, dann kann er sich glücklich schätzen, eine Diät gemacht hat. Und so seit ungefähr einem Jahr ist das Intervallfasten ja ziemlich schreiend auf den Markt geraten, würde ich jetzt fast schon mal vermuten. Dabei ist das System dahinter natürlich ziemlich alt. Aber ich würde ganz gerne einmal darüber sprechen, allgemein das Intervallfasten und vor allen Dingen auch ganz kurz einmal in Bezug auf Sport. Zum einen, also Intervallfasten, glaube ich, brauche ich nicht unbedingt groß erklären. Wie gesagt, jeder hat bestimmt davon schon gehört, es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt 5 zu 2, irgendwie, wo man 5 Tage normal ist, 2 Tage komplett fastet. Es gibt 4 Stunden am Tag Essen aufnehmen und den restlichen Stunden irgendwie 20 Stunden fasten. Es gibt die gängigste, die 16 zu 8 Methode, die natürlich, da komme ich gleich drauf noch zu sprechen, warum die meistens am besten funktioniert. Also in dem Fall, wo man 16 Stunden fastet, 8 Stunden lang ein Essensfenster hat. Wenn ich 16 Stunden lang meines Tages überwiegend mit, sagen wir mal, ja auch Schlafen und Ruhen verbringe, denn die meisten schlafen mindestens 8, 9 Stunden, wenn es gut läuft. Also ich gehöre leider nicht dazu, es wäre schön. Aber wenn ich 16 Stunden lang natürlich habe, wo ich keine Nahrung aufnehme, davon vielleicht im Durchschnitt 8 Stunden schon schlafe und 8 Stunden Zeitfenster habe zum Essen, dann ist klar, warum das für die meisten am besten in den Alltag integrierbar ist. Und das ist natürlich der Grund, warum das eigentlich auch für die meisten mit der 16 zu 8 Methode am besten funktioniert. Zum anderen muss man aber auch klar jetzt hier vielleicht mal ansprechen, dass das Intervallfasten kein Hexenwerk ist und natürlich auch nicht die Formel für alles. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, es funktioniert genau wie jede andere Diät auch und natürlich wiederholt sich das leidige Thema, aber es geht immer um ein Kaloriendefizit. Jeder, egal bei welcher Diät, sei es Weight Watchers Diät oder ketogene Diät, Paleo oder sonst was, wenn das auch Ernährungsformen sind, aber immer dann, wenn ich auch Gewicht verlieren möchte, muss ich eine bestimmte Kaloriennegativbilanz erreichen, sonst will der Körper nicht an seine Reserven und sonst werdet ihr natürlich auch auf kurz oder lang kein Gewicht verlieren. Und es ist egal, ob ich bei Paleo 5000 Kilo Fisch esse und Gemüse oder bei Keto das tue oder ich mache bei Weight Watcher irgendwie Punkte zählen. Es geht immer um das gleiche Prinzip. Es ist völlig egal. Warum das Intervallfasten jetzt so sinnvoll natürlich in Anführungsstrichen ist für gerade bei übergewichtigen Menschen, naja, weil, wie gesagt, die Regeln sind einfach. Ihr könnt im Grunde genommen euch normal weiter ernähren, wobei ich sagen muss, es macht natürlich trotzdem Sinn und das ist, glaube ich, hoffentlich für alle hier immer der logische Faktor, ich sollte mich trotzdem gesund ernähren, denn ich muss ja in diesen 8 Stunden, also generell sollte sich jeder gesund ernähren, aber in diesen 8 Stunden ist es natürlich auch wichtig, dass ich auf meine bestimmten Makro- und Mikronährstoffe komme und natürlich mich nicht in 8 Stunden von Süßigkeiten ernähre oder von Fertigprodukten ernähre, sondern es funktioniert, ich habe 8 Stunden, in denen ich gesund meine Mahlzeit zu mir nehme, indem ich Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, genug Vitamine und Spurenelemente decke, und den Rest der Zeit halt nun mal nicht. Und die meisten, die noch einen gesunden Magen haben, sag ich jetzt mal, können natürlich in diesen 8 Stunden auch nicht Unmengen an Nahrungsmitteln essen und haben noch ein normales Sättigungsgefühl. Natürlich funktioniert das dann für die auf eine negativere Gesamtkalorienbilanz zu kommen ganz gut. Das ist halt der Knackpunkt. Und deswegen ist das Intermittent Fasting natürlich auch so im Kommen gewesen jetzt in letzter Zeit, weil viele mit Übergewicht sehr gut damit zurechtgekommen sind, weil sie natürlich in diesen 8 Stunden normal essen konnten, aber die restliche Zeit dann ins Fasten übergegangen sind und natürlich auch so viel leichter damit zurechtgekommen sind und sich nicht an irgendwelche Regeln halten mussten, die Punkte zählen und die Kalorien zählen. Das fällt natürlich in dem Fall weg, außer ihr ernährt euch nur von Sahnetorte. Das ist hoffentlich klar. So, und so im Vergleich jetzt mal, warum Intermittent Fasting halt keine Wunderwaffe ist. Man hat zum Beispiel untersucht, an einer Woche, eine Woche am Stück, und hat ein Zeitfenster gegeben von 4 Stunden und in diesen 4 Stunden durfte gegessen werden. Und natürlich ist in 4 Stunden Essen und alles an Nahrungsbestandteilen, die für den Körper wirklich wichtig sind, und normal auf sein Hungergefühl noch zu hören, natürlich auch nicht so einfach. Und es hat sich ganz klar herausgestellt, dass
das keinerlei Gewichtseffekt hatte, also keinen positiven. Es hat keinen Unterschied gemacht zu anderen Diäten. Und da zeigt sich natürlich immer mal wieder noch viel mehr, dass es halt nicht um die Methode an sich als solches geht, sondern dass es immer darum geht, dass ihr eine negative Kalorienbilanz habt, egal bei welcher Diät. Dann muss man sagen, wenn es jetzt um Übergewicht und Intervallfasten geht, ich selber bin dazu übergegangen, zu sagen, man kann es initial versuchen, weil es vielen Leuten hilft und sie unterstützt beim Abnehmen und es ihnen natürlich, wie sie gesagt, jetzt gerade auch schon wesentlich leichter fällt, diese, ich sag mal, Diät in Anführungsstrichen einzuhalten. Zum anderen bin ich aber selber immer ein Freund von lieber den Grundumsatz erhöhen durch mehr Bewegung, sei es nun Alltagsaktivität als halt auch allgemein sportliche, direkt sportliche Aktivität, anstatt die Kalorien zu reduzieren. Also sprich, am Anfang, wenn man starkes Übergewicht hat, nimmt es sich sowieso viel leichter ab, ja. Und natürlich könnt ihr dann auch so beginnen. Ihr solltet aber natürlich immer zusätzlich auch im Sinne von Hautstraffung, Bindegewebsverbesserung und. Denn also je mehr Gewicht ihr verlieren wollt und müsst, wenn ihr wirklich übergewichtig seid, dann macht es immer mehr Sinn, die Aktivität zu erhöhen, als jetzt zu sagen, okay, ich esse jetzt das eine oder andere Brötchen weniger. Denn die Aktivitätserhöhung hat viel mehr Vorteile als nur die bloße Kalorienreduktion. Ihr tut ja auch generell was für eure Gesundheit. Ihr könnt Osteoporose vorbeugen, ihr könnt die Knochenmineralisierung dadurch, wie gesagt, stärken, das Bindegewebe straffen, die Haut verbessern, generell euer Immunsystem stärken, den Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System trainieren und das hat so viel mehr Effekte als bloß irgendwie ein Käsebrötchen wegzulassen oder die Kalorien von XY-Riegel oder was weiß ich. Und natürlich müsst ihr nicht hungern dann, ja, oder ihr müsst euch nicht einschränken. Erhöht eure Aktivität, ihr werdet viel mehr davon profitieren. Natürlich könnt ihr zusätzlich, wenn der Knackus kommt und ihr habt den Gewichtsstillstand, dann, wie gesagt, in so eine Intervallmethode übergehen. Jeder muss für sich selbst herausfinden, ob das für ihn funktioniert oder nicht. Ich möchte nur an dieser Stelle betonen, wenn ihr nicht übergewichtig seid und normalgewichtig, dann macht es nachweislich, studiennachweislich keinen effektiveren Nutzen, außer ihr habt vielleicht eine rheumatische Erkrankung und Co. Das ist, sprengt jetzt hier aber das Thema. Dann könnte man versuchen, durchs Intervallfasten, wie gesagt, bestimmte Stoffwechselprozesse zu minimieren und vielleicht eher Zellmüll sozusagen abbauen zu lassen, weil man einfach länger keine Nahrung zuführt und damit könnte man dann versuchen, Entzündungsfaktoren zu reduzieren und. Aber es geht hier nicht ums Lipödem. Also das heißt, es ist nicht bezogen aufs Lipödem, das wird euch nichts bringen. Wenn ihr normalgewichtig seid, werdet ihr auch nicht irgendwie großartig oder überhaupt Gewicht verlieren, nur weil ihr Intervallfasten macht. Das, wie gesagt, ist nachgewiesen. Wenn ihr sehr stark sportlich seid und ihr seid Sportler, kann, wie gesagt, das Intervallfasten-Thema vielleicht aber andersrum, nächster Punkt, ein interessanter Faktor sein. Weil gerade bei Sportlern mit 16:8-Methode, die also in 8 Stunden Nahrung aufgenommen haben, konnte man eine vermehrte Fitness nachweisen und das ist natürlich wieder ein anderer Punkt, ein nächster Punkt. Aber es geht ja jetzt hier um die Diät, wie gesagt. Normalgewichtige müssen nicht Intervallfasten, Übergewichtige, denen kann es sehr gut helfen und das Ganze erleichtern, in eine andere Ernährungs- und Lebensweise hineinzukommen und natürlich seine Kalorien im Zaum zu halten. Weiter interessant ist vor allen Dingen auch das Thema Sport und Intervallfasten, weil ihr solltet niemals ein Zeitfenster wählen. Achtung hier für wirklich sportliche Leute, wo ihr nur 4 Stunden eure Nahrung aufnehmt, gerade wenn es um einen erhöhten Proteinbedarf geht, den der Körper dann ja durchaus immer benötigt, je mehr Sport ihr macht und vor allen Dingen auch bei Kraftsport. Ein Teil des Proteins geht in die Wärmegewinnung und Wärmeenergieverwertung, ein Teil braucht der Körper für die Zellsynthese und für neue Gewebsaufbauten und. Und ihr müsst natürlich schauen, ihr könnt ja in einer Mahlzeit nur ein gewisses Pensum an Protein, also aufnehmen. Also alles, was mehr als 20 Gramm Protein in einer Mahlzeit ist, scheidet der Körper, das verpufft in Wärme und Co. Es kann nur ein Teil über den Magen-Darm-Trakt und über das Stoffwechselsystem generell verwertet werden. Zu viel hilft nicht viel mehr, das wollte ich damit sagen. Und es ist natürlich schwierig, innerhalb von 4 Stunden das alles zu decken. Da macht es schon Sinn, deswegen Achtung hier für wirklich sportliche Leute, vor dem Training BCAAs einzunehmen, um wirklich in flüssiger oder Tablettenform wirklich bestimmte Aminosäuren noch zu decken. Generell möchte ich auch hier nochmal betonen, dass ihr müsst immer schauen, dass ihr wirklich auf ausreichend eure Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente kommt und vor allen Dingen natürlich auch Sportler. Also es
muss schon gut bedacht sein und ist nicht für jeden geeignet, dieses Intervallfasten durchzuführen. Neben all den, ich sag mal, allgemein natürlich auch positiven Punkten, dass es vielen hilft, in eine Diät hineinzukommen oder generell am Anfang vor allem Gewicht zu reduzieren, ist das Neuropeptid, also ein bestimmtes Neuropeptid, ich lasse das hier mal so stehen, was auch ausgeschüttet wird in dem Fall, wenn man Intervallfasten macht und in eine bestimmte Form der Hungersperiode übergeht. Dieses Neuropeptid einfach macht nämlich gleichzeitig ausgerechnet auch wieder Hunger, beziehungsweise man konnte nachweisen, dass ein Hungersignal dies auslöst. Und das muss ich allerdings sagen, ist aber auch wieder individuell. Also es gibt genug Leute, die mit dem Intervallfasten gut zurechtkommen, sagen, okay, innerhalb von 4 bis 8 Stunden esse ich meine Mahlzeiten, habe danach keinen Heißhunger mehr. Und andere kommen damit halt gar nicht zurecht mit dem Intervallfasten. Deswegen macht euch bitte keinen Stress, nur weil es jetzt, und ich benutze wieder das Wort Trend, wofür ich schon mal gedeckelt wurde. Für mich sind viele Sachen ein Trend, ja, weil sie irgendwann aus der Schublade wieder ausgekramt werden. Und es gibt so viele Ernährungsformen und Ernährungsweisheiten. Und der eine wird euch immer sagen, dass das super ist und der nächste wird euch sagen, dass es nicht so ist. Es geht mir hier bloß um die Fakten und ums Wissenschaftliche, egal was ihr daraus macht. Ich möchte ehrlich darüber reden. Jeder sollte das für sich selbst entscheiden und rauskriegen, wie er am besten mit Essen und Nahrung parat kommt. Und man sollte sich nicht sein Leben lang an eine strikte Ernährungsform halten müssen, hineinquetschen lassen wollen, nur weil es andere tun, nur weil es XY tut. Und gerade in Bezug auf die Lipödem-Erkrankung möchte ich dazu nochmal ein extra Video machen, weil ich jetzt nun genug Jahre, über 10 Jahre an mir selbst studiert und auch an genug Patientinnen studiert habe und diverse Studien mitverfolgt habe, was letzten Endes wirklich de facto im Moment Stand der Dinge ist, was vielleicht helfen kann und was Schwachsinn ist und wie individuell das, wie gesagt, zu betrachten ist. Dazu folgt mehr. In Bezug auf das Intervallfasten lasst euch, wie gesagt, nicht in eine Schublade pressen. Es gibt Leute, für die das super funktioniert, dann bitte sehr gerne. Solange ihr, wie gesagt, abnehmen wollt und dadurch ein Kaloriendefizit erreichen wollt, ist das völlig legitim. Guckt, dass ihr genügend Nährstoffe aufnehmt, die euer Körper braucht und vor allem gerade jetzt zur Winterzeit auch braucht und generell natürlich sonst auch. Und für alle anderen, findet euren Weg und lasst euch, wie gesagt, nicht von zu viel rechts und links beeinflussen, nur weil es, wie gesagt, Mode ist, in der Zeitung steht oder die Nachbarin macht. Prinzipiell kann man über das Intervallfasten nicht grundsätzlich was Schlechtes sagen, nur was ich hier, wie gesagt, als Statement setzen möchte, ist, dass es keine Wunderwaffe ist, um abzunehmen, wie es häufig im Internet und in Zeitungen und so weiter generiert wird, sondern dass es einfach genauso wie alle anderen Diäten auch eine Ernährungsform von vielen ist, die für den einen funktionieren kann und für den anderen nicht. So, und wenn dazu noch Fragen bestehen, dann schreibt es mir bitte gerne. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und ich finde es toll, dass ihr wieder hier gewesen seid und zugeschaut habt. Und gerne Wünsche mit Themen immer über meinen Account mit PN oder E-Mail an mich. Viel Spaß noch heute und genießt das Wetter noch ein wenig. Tschüss!